Herzlich willkommen zurück zu Banishers. Wir benutzen die Kurbel. Mal gucken, ob wir jetzt weiter nach oben kommen. Zumindest ist der Aufzug jetzt wieder vom Zug. Der Aufzug sollte jetzt fahren. Dann müssen wir damit bestimmt wieder nach ganz unten fahren. In die Hölle hinunter. Die ganze Sache ist ernster als wir dachten. Ich habe kein gutes Gefühl. Nicht nur, weil wir unter die Erde gehen. Wir müssen vorsichtig sein. Schließlich wissen wir nicht, was Lemmy hier getrieben hat. Und die Anzeichen lassen keine Hoffnung aufkeimen. Das stimmt. Also so tief unter der Erde sind wir jetzt nicht, wie ich dachte. So, Leinen, Pflanze, Geld. Silber. Ha. Natürlich wieder die falsche Richtung. Weißt du, ich glaube, langsam gefällt mir der Untergrund. Die Dunkelheit, das viele Schwarz, die kühle Brise. Meinst du das ernst? Nein, nicht wirklich. Überhaupt nicht eigentlich. Verflucht nochmal. Noch ein Klagegeist, der als Wächter missbraucht wird. So scheint es. So scheint es. Frage ist, wo kommen wir runter? Hier nicht. Dann hier. Noch ein Aufzug. Findet die Kurbel. Nein, der funktioniert tatsächlich. Bestimmt gleich gegen diesen Klagegeist kämpfen. Das wird großartig. Auf geht's. Ich glaube, wir mussten einfach die ganzen Viecher hier töten, ne? Konnte man den direkt angreifen. Konzentrier dich auf die Säulen hier. Die Säulen, alles klar. Er wurde gestochen. Willst du nicht endlich verschwinden? Genau, verschwinde. Okay. Augen auf. Wir brauchen eine Säule. Säule. Ich sehe keine Säule. Da ist eine Säule. Ich stehe bereit. Oh ja, mach du das mal. Ah, schlecht. Schlecht. Besser. Schlecht, schlecht, schlecht. Komm. Komm doch nochmal drauf. Hat ja fast gar nichts gebracht. Ja. Okay, der kann schon was. Wie auch immer ich da eben gerade keinen Schaden bekommen habe, keine Ahnung. Schlecht. Und schlecht. So, der ist weg. Hat aber auch nicht viel gebracht. Bleib aufmerksam. Ja, die wechseln. Wechseln, alles klar. Wechseln, kein Problem.
Da hinten ist noch was. Wieso ist das nicht kaputt gegangen? Oh, jetzt muss ich auch mal warten, bis der ganze Mist wieder da ist. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dann machen wir das hier. Zack. Ich kann keine Säulen mehr sehen. Perfekt. Wechseln. Wechseln. Die Kamera. Nein. Stimmt, man konnte auch blocken. Roll, roll, roll. Peng. Und der hat das trotzdem abgezogen gehabt. Frech. So, jetzt müssen wir mal den Klagegeist mal hier irgendwie... Komm. Das war widerlich. Wenn das alles vorbei ist, gehe ich vielleicht in den Ruhestand. Dir würde das doch fehlen. Das weißt du. Das musst du dir ansehen. Okay, das war nicht ohne. Aber wir haben es geschafft. Tote Tiere. Schon wieder. Aber andere Symbole, andere Magie. Sie wurden anscheinend als Köder verwendet. Konnte er sich so im Klagegeist vorbeischalten? Interessant, dass das im Kampf nicht ging. Ich dachte, wir müssten hier hinter, um noch das Ding zu zerstören. Okay, okay, okay. Was haben wir hier noch? Ach so, da können wir wieder durch den Riss hier durch, oder? So, hier sind wir nun. Dann treten wir jetzt... wohl in die Leere ein. Das tun wir wohl. Da weiß ich welches, da weiß ich welches. Dunkle Rituale, ein leeres... Etwas Unheimliches, das in der Luft liegt. Da kann Lemmy ja nicht weit sein. Genau. Was soll schon schief gehen? Geisterschutzvorrichtung. Denkst du, du kommst allein zurecht? Nö. Hey, Level 13. Achtung, dieser... Es ist furchtbar ruhig. Warum ist es so furchtbar ruhig? Das ist die Frage. Das ist bestimmt auch kein Grund irgendwie zur Beunruhigung oder so. Weil es ist ja die Leere. Geisterschutzvorrichtung. Du bist auf dich allein gestellt. Ist hier irgendwas? Ob die jetzt da sind oder nicht, ist eigentlich egal, oder? Hallo? Schämen. Sie haben uns noch nicht bemerkt. Aber jetzt. Bleib uns. Oh. Oh, schade. Wir sind zum Glück auch alle nur Level 18. Kein Problem. Ah, es ist so geil, das jetzt halt so gestärkt zu haben. Dieses Explodieren. Der Teufel soll dich holen! Schon ziemlich genial. Das macht echt Laune. Da müssen wir nicht mit interagieren? Nee, müssen wir nicht. Ich schau wieder dich. Ach, so einer wieder. Okay.
Und dann machen wir wieder. Gehen hinterher. Bam, 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 bam. Wir sind unterlevelt. Nochmal. Ja, ja, jetzt müssen wir wieder mal wechseln. Und dann kriegt er noch einen reingedrückt und taumelt. Und dann kriegt er wieder einen reingedrückt und taumelt. Sowas finde ich halt immer ziemlich nervig. Aber geht alles. Wir kommen hier schon klar. Dafür, dass das Gegner mit rotem Level sind und wir auf normal spielen, ist alles gut. Sollte ich übrigens mal feststellen, dass wir so weit unterlevelt sind, dass man theoretisch grinden müsste, also diese ganzen Nebenaktivitäten machen muss, dann stelle ich den Schwierigkeitsgrad runter. Ein Ariadne-Faden, der einen durch die Leere geleitet. Äußerst nützlich. Ja, sehr nützlich, bis die Maus den Faden abbeißt und du richtig gearscht bist. Gründe dafür hatte ich in der letzten oder vorletzten Folge eigentlich schon genannt. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, was jetzt hier unser Ziel ist. Wahrscheinlich hier durch. Da kommen wir zumindest hoch. Das ist auch lustig, ne? Ich konnte die eben gerade auch gar nicht angreifen. Das war mir nicht gestattet. Was haben wir hier? Das ist bestimmt wieder eine Kiste mit irgendwas drin. Ja. Gruseliges Versteck. Die Brut des Gouverneurs hat ein Flair fürs Dramatische. Der Kadaver ist anders. Ist wohl an einer Krankheit gestorben. Irgendwas fehlt. Widerlich. Was ist das für ein Zeug? Verbannerregel Nummer 4. Wenn Schleim austritt, nicht anfassen. Wieder ein verbocktes Experiment? Vielleicht entstammt es ursprünglich der Leere. Obskure Dämonologenschriften. Geisterscheinungen können mit Hilfe von verschiedenen bekannten Ritualen kontrolliert werden oder zumindest in die richtige Richtung gesteuert werden. Diese müssen mit äußerster Vorsicht durchgeführt werden, um die Kontrolle nicht zu verlieren, was ansonsten katastrophale Folgen haben könnte. Eine unleserliche Gleichung. Wenn die gesprochenen Worte der Macht in ihrer Stärke auch nur um den Wert 0,1 abweichen und keine angemessene Schutzmaßnahmen ergriffen wurden, wird der Geist zwar erscheinen, sich aber nicht dem Willen des Dämonologen beugen. Dies gilt es in jedem Falle zu vermeiden, denn es kann schwere Verletzungen, den Tod oder noch Schlimmeres nach sich ziehen. Das ist wirklich dunkle, falsche Magie. Sie ist verboten. Ich hab's gelesen. Manchmal mache ich mir Sorgen um dich. Eine von Hand gezeichnete Karte der Eggen mit den Initialen ER darauf. Zwei Orte wurden eingekreist, die verlassene Mühle und der Gottesacker. Der Schleier zwischen den Aralu und der Lebenwelt scheint an diesen beiden Orten besonders dünn zu sein. Ein Riss? So, ihr könnt mich also sehen. Ihr steckt doch voller Überraschungen, mein junger Master. Ihr müsst reden. Der Geist einer Verbannerin? Wahnsinn! Wie in Gottes Namen habt ihr mich gefunden? Ach, egal. Dem Herrn sei Dank dafür. Ich hatte schon befürchtet, hier alt zu werden. Stecktet ihr hier fest?
Im Avalu. Eigentlich war ich auf der Suche nach der Quelle des Gifts. Ich habe mein Können vielleicht etwas überschätzt, aber wenn man schon irgendwo feststeckt, dann doch lieber an so einem großartigen Ort wie diesem, ne? Verratet mir doch, wie ihr an dem Wächter unter der Mühle vorbeigekommen seid. Habt ihr eine Attrappe verwendet? Wir haben gegen ihn gekämpft. Wechselt nicht das Thema. Ihr habt ihn bekämpft, aber natürlich. Gute Sache. Ich hatte befürchtet, er hätte mich nun durchschaut. Oh, aber ich habe so viele Fragen. Wir sind nicht zum Spaß hier, Junge. Außerdem stellen wir hier die Fragen. Oh, natürlich. Wir müssen uns über Caleb Watson unterhalten. Warum zum Teufel habt ihr ihm ein Wiederbelebungsritual gegeben? Ruths Tod hat den armen Caleb schwer mitgenommen. Er war so einsam und da habe ich ihn oft in seiner Werkstatt besucht. Wir haben viel geredet. Er interessierte sich sehr für meine Arbeit und konnte gut zuhören. Als er erfuhr, dass man sie zurückbringen könnte, hatte er nur eine Frage. Wie? Ihr habt seine Trauer als Gelegenheit missbraucht, die Effekte der einfachen Wiedergeburt zu studieren. Oh, ihr kennt das Ritual ebenfalls. Es ist wirklich unglaublich, nicht wahr? Ich habe mich damit befasst, mit dem wahren Ritual. Nicht mit der vermurksten Version, die ihr Caleb gegeben habt. Ihr habt recht und es tut mir leid. Ich fand es in einer Ausgabe von De Occulta Philosophia von Cornelius Agrippa von Nettesheim. Überragendes Buch. Ich habe schon einige illustre Okkultisten getroffen und keiner besaß eine authentische Kopie des Agrippa. Bei der Übersetzung oder beim Druck gehen oft Nuancen verloren. Ich wage zu bezweifeln, dass eure Ausgabe da anders ist. Natürlich! Die Macht liegt in den Worten und meine waren falsch. Deshalb hat es nicht funktioniert. Wie faszinierend. Ist euch bewusst, was mit euch passieren könnte, wenn eure Taten publik würden? Das Ansammeln von Wissen kann doch sicherlich keine Sünde sein. Erinnert ihr euch an Deborah? Miss Comenius. Ja, selbstverständlich erinnere ich mich an sie. Euer Vater gab uns auf, dies alles zu untersuchen. Wir müssen das Mysterium aufklären. So oder so. Ah, ich glaube, ich verstehe langsam, auf was ihr hinaus wollt. Ich könnte also ein klitzekleines bisschen in Gefahr schweben. So ein kleines bisschen, ja. Ihr seht Geister. Ihr schlendert durch die Leere, als wäre sie euer Garten. Ihr kennt verbotene Rituale und gebt sie weiter. Wer seid ihr wirklich? Ich bin Lamy Haskell. Ein Mann vieler Wissenschaften. Ich strebe, so könnte man sagen, nach der ultimativen Wahrheit. Das wirft mehr Fragen als Antworten auf. Was sind die Säulen des Universums? Was regiert unsere Existenz? Verändern wir als Okkultisten die Welt oder kratzen wir nur an der Oberfläche? Jede neue Disziplin enthüllt eine weitere Schicht der Realität. Ich bin noch am Anfang, aber sieh schon, wie weit ich gekommen bin. Erstaunlich, oder? Ihr habt den Leeres unter der Mühle nicht zufällig gefunden. Ihr hattet Hilfe. Wer hat euch geholfen? Ich habe Nachforschung angestellt. Plötzlich hat es euch die Sprache verschlagen. Ich möchte jene, die nicht anwesend sind, lieber nicht in die Sache reinziehen. Diskretion. Ihr versteht sicher. Euer Vater ist überzeugt, eine Hexe habe den Brunnen vergiftet. Caleb Watson wurde durch eines eurer Rituale verflucht. Konzentriert euch besser. Wir müssen dem Teufel mit seiner eigenen Masche trotzen. Das ist das Reinste aller Werke Gottes, pflegte mein Vater immer zu sagen. Ja, ich kann mir lebhaft vorstellen, dass euer Vater so etwas sagt. Mit 10 kam ich zum ersten Mal mit Dämonologie in Kontakt. Er sah mich als seinen Erben an. Aber dann auf einmal waren die Bücher für mich verboten. Also stahl ich sie. Die gleichen Bücher, die ich als Junge stets lesen musste. Im Gegensatz zu ihm verstehe ich sie. Ich habe nichts Falsches getan, außer dass ich sie klaute. Es erweckt den Anschein, als würdet ihr knietief in euren Forschungen stecken. Was genau macht ihr hier? Ich suche natürlich nach dem Ursprung für den Fluch, der auf den Harrows lastet. Und ich habe auch schon eine Theorie dazu. Natürlich habt ihr das. Sprecht.
Zuerst dachte ich, das Wasser wäre vergiftet worden. Aber mein Vater hat den Brunnen versiegelt und die Leute wurden trotzdem weiter krank. Sie haben nach Hexenwerk gesucht. Zwar ein närrischer Aberglaube der ungebildeten Massen. Und doch ist ein Hauch Wahrheit daran. Seht ihr, das Aralu verdirbt New Eden. Sein Einfluss reicht bis in die Harrows. Die Beweise dafür sind überall zu sehen. Leider eben die eine Gesprächsoption übersprungen. Ich hatte sie zu spät gesehen. Meint ihr mit Aralu die Leere? Keiner der Namen wird diesem Ort gerecht. Dieser Ort ist unbeschreiblich. Das Aralu, Mr. McGrath, besteht aus dem Stoff, aus dem unsere ältesten Mythen sind. Ist das nicht unglaublich? Wie könnt ihr euch sicher sein, dass die Leere die Region verdorben hat? In New Eden ist die Schwelle zwischen unserer Ebene und dieser dünn. Selbst ich, ein Novize, kann das Grenzgebiet erreichen und noch weitergehen. Außerdem bin ich der Meinung, dass es nicht das erste Mal ist. Vor einigen Jahren wurde New Eden schon einmal von einer Epidemie heimgesucht. War es dieselbe Krankheit? Ich glaube, die erste Epidemie war ein Ergebnis der relativ großen Durchlässigkeit der Grenze zwischen New Eden und dem Aralu. Aber während sich damals das Fleisch entzündete, werden heute Gedanken und Geist korrumpiert. Und ich glaube, ich habe die Quelle gefunden. Es gibt eine Substanz, einen merkwürdigen Schleim. Er ist euch vielleicht schon aufgefallen. Ich halte ihn für die wahre Quelle des Gifts in den Harrows. Er hat einen ganz eigenen Gestank. Wenn ich ihn rieche, vernebelt er zunächst meine Gedanken. Dann verliere ich die Kontrolle über meinen Körper. Verwirrtheit, Paralyse. Könnt ihr mir noch mehr darüber sagen? Meine Bewegungen wurden immer langsamer. Meine Gedanken auch. Der Raum verdichtete sich. Aber halt! Was, wenn stattdessen die Zeit langsamer würde? In letzter Zeit hörte man das in New Eden oft. Verlorene Zeit. Stunden, die einfach weg waren. Tage, die ohne Erinnerung verstrichen. Wer weiß schon, wie das Aralu sich auf den Körper und den Geist der Menschen auswirkt. Leider kann ich die Quelle nicht erreichen. Das Aralu ist ein imposanter Ort. Komplex. Ein Irrgarten, der sich ständig verändert, sich neu formiert. Dieser Isthmus zum Beispiel. Der Schleim trat aus einem Riss im Boden aus, aber das Terrain formte sich neu. Und nun komme ich dort nicht mehr hin. Vielleicht finden wir einen Weg hindurch und können einen Blick auf diese sogenannte Quelle werfen. Das würdet ihr? Das wäre wunderbar. Würde es euch etwas ausmachen, Notizen zu machen? Juhu, ich kann das noch mal sagen. Sehr cool. Ihr habt Dämonologie studiert. Ganz ohne Hilfe? Ich gebe zu, als mein Vater mir meine Studien verbat, widersetzte ich mich ihm und machte heimlich weiter. Die dicken Bücher waren langweilig, bis sie verboten waren. Plötzlich konnte ich nicht genug von ihrem geheimen Wissen aufsaugen. Seltsam, nicht? Vor kurzem dann zeigte mir ein guter Freund meines Vaters, dass ich bis dahin lediglich an der Oberfläche gekratzt hatte. Wer war dieser Freund eures Vaters? Ein wandernder Franzose, der New Eden in den letzten Jahren häufig einen Besuch abgestattet hat. Er nennt sich einen Sucher nach der ultimativen Wahrheit. Er war ein erfolgreicher und profunder Denker. Mein Vater war so stolz, mit ihm zu reden. Für ihn ist Wissen die Leiter zu wahrer Größe. Und wahre Größe ist der Preis. Für mich ist Wissen selbst der Preis. Na dann. Dann sehen wir uns diesen Schleim mal genauer an. Nachdem dieser Klagegeist nun fort ist, kann auch ich fortgehen. Bitte gebt auf euch Acht. Mein Zuhause steht euch immer offen. Wenn ihr irgendwas braucht, bedient euch. Das Aralu ist nicht euer Zuhause, Lenny. Trotzdem, danke. Alles klar, die Quelle. Entschuldigt meinen morbiden Enthusiasmus, Fräulein Duarte. Aber dürfte ich euch ein paar Fragen stellen? Was möchtet ihr wissen? Müsst ihr noch essen? Spürt ihr Hunger? Tut mir leid, es ist nur, ihr seid der erste Geist, den ich getroffen habe. Also persönlich, meine ich. Ich esse nichts. Nicht so, wie ihr das tut. Ich verspüre Hunger. Aber ebenfalls nicht so, wie ihr. Faszinierend.
Und könnt ihr Dinge berühren? Riechen? Sehen Farben noch so aus, wie ihr sie kanntet? Meine Sinne haben sich verändert. Es ist schwierig, das zu beschreiben. Ich kann sehen, manchmal auch berühren. Ich rieche nichts. Laut Red, ein Segen. Wie nehmt ihr auf dieser Ebene Form an? Fühlt ihr euch an sie gefesselt oder seid ihr aus freien Stücken hier? Es ist, als würde ich mich an ein Seil klammern und hoch über einem Abgrund baumeln. Selbst wenn ich loslassen wollte, könnte ich es nicht. Aha. Wie sieht es mit euren Verbannerfertigkeiten aus? Könnt ihr sie einsetzen? Funktioniert eure Ausrüstung noch? Schadet sie euch als Geist nicht? Die Male an meinen Händen und die Ringe an meinen Fingern sind nicht wirklich da. Für mich sind sie nichts weiter als eine Erinnerung. Könnt ihr mit jedem Geist reden, wenn ihr es wünscht? Nein. Ich kann Spuren ihrer Anwesenheit ausmachen. Um reden zu können, muss ich einen Prozess anwenden. Und doch kann ich mit euch reden. Wundersam. Die Toten sind selten so wortgewandt oder so entgegenkommt. Meistens sind sie sogar ziemlich rüde. Ich denke, wir sollten los. Vielleicht ein anderes Mal wieder? Aber wir haben doch gerade erst an der Oberfläche der großen Mysterien gekratzt. Seht euch doch um. Wir stehen hier jenseits der letzten Grenze. Entschuldigung. Eigentlich wollte ich sagen, jawohl, Fräulein Duarte. Alles klar, dann würde ich sagen, den Schleim, den gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.